Herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. Heute möchte ich dir mal erklären, wie du das Thema Kontaktaufnahme und Terminbuchung in deinem Handwerksbetrieb digitalisieren kannst. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Los geht's. So, heute geht es wieder mal um das Thema Digitalisierung. Und zwar im genaueren gesagt um das Thema Terminbuchung digitalisiert. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich dir heute mal erklären. Und zwar heutzutage, die Menschen, die haben sich ein bisschen verändert, kann man sagen. Ja, die Leute wollen irgendwie direkt irgendwelche Sachen haben. Ja, man bekommt immer alles sehr, sehr schnell. Das hat sich entwickelt durch zum Beispiel sowas wie Amazon Prime. Ja, man bekommt am nächsten Tag seine Sachen geliefert und so weiter. Und genauso zieht sich das auch durch bei den Interessenten, die jetzt zum Beispiel einen Termin bei dir haben möchten. Die wollen jetzt auch vielleicht nicht immer bei dir anrufen und dann zurückgerufen werden, weil vielleicht keiner da ist oder generell telefonieren die Leute auch, kann man sagen, ein Stück weit weniger oder also haben da nicht so viel Lust drauf teilweise. Und heutzutage kennt man es einfach auch so im Alltag. Viele Anbieter machen es möglich, dass man digital einen Termin buchen kann. Ich bin sicher, du hast das auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Ja, manchmal ist es bei Ärzten so, manchmal ist es so bei irgendwelchen, in der Autowerkstatt zum Beispiel, kannst du dir den Termin digital buchen. Und genau sowas erwarten die Leute auch von einem fortschrittlichen Handwerksbetrieb. Ja, und welche Vorteile hast du davon? Nur weil das jetzt, sage ich mal, die Leute wollen, heißt es ja noch nicht, dass du das machen musst. Aber das Ganze bringt auch einige Vorteile mit sich. Denn wenn die Leute in der Lage sind, sich digital bei dir einen Termin zu buchen, dann passiert Folgendes, nämlich die Leute sind in der Lage zu sehen, wann ihr Zeit habt, ja, oder wann eine Person Zeit hat und kann das direkt abstimmen mit ihrem eigenen Kalender. Ich möchte es mal ganz kurz aufzeichnen. Und zwar könnte man sich, also der Vorteil davon ist, dass du weniger Kommunikationsaufwand hast mit deinem Kunden und dass der Kunde auch viel schneller eine Antwort bekommen kann und du auch diese Terminabstimmung viel einfacher gestalten kannst. Das heißt, man muss nicht erst hin und her koordinieren, ja, hat der da Zeit, ja, wann haben Sie denn Zeit und so weiter, und da gehen zig E-Mails hin und her, sondern das Ganze geht mit einem Klick sozusagen direkt vom Kunden aus. Das heißt, du sparst dir auf deiner Seite eben Kommunikationsaufwand und du sparst dir auch einfach ein Stück weit Zeit dadurch. Und du wirkst als Handwerksbetrieb natürlich auch viel digitaler und viel besser aufgestellt. Das Ganze ist halt eine viel bessere Kundenerfahrung für den Endkunden, was dich als Handwerksbetrieb natürlich unterscheiden kann. Und du musst auch nicht den ganzen Tag jemanden am Telefon haben, der die Anrufe annimmt, sondern die Leute können einfach über die Webseite das machen. Natürlich solltest du auch erreichbar sein, aber es werden deutlich weniger Anrufe dann reinkommen, weil die Leute das ja schon digital machen können und auch machen werden. Und wie kann sowas aussehen? Normalerweise ist das so, ja, man hat hier die Webseite von dem Handwerksbetrieb, ja, hier hat man vielleicht noch eine Navigation und so weiter, hier hat man vielleicht irgendwie ein cooles Bild und dann hat man hier so einen Button, da steht jetzt Termin vereinbaren, ja, jetzt Termin, das kennst du mit Sicherheit. Und hier geht es dann weiter noch mit Inhalten und so weiter, ist auch egal. Jetzt klickt derjenige hier drauf und bekommt jetzt eine Übersicht mit einem Kalender präsentiert, ja, hier sind sozusagen die einzelnen Tage drauf. Und jetzt sagt die Person, naja, jetzt hätte ich hier am, sagen wir mal hier am Dienstag hätte ich hier Zeit, am Dienstag den 12. sagen wir jetzt mal. Ja. Jetzt klickt die Person hier drauf und jetzt sieht sie hier Dienstag der 12. Und jetzt, und das ist das Coole, kann zum Beispiel der Kalender von deinem Backoffice hier angezapft werden. Das heißt, du hast vielleicht 2, 3 Leute im Büro oder auch nur eine Person im Büro. Und jetzt weiß dieses System, wann hat denn zum Beispiel die Frau Schmidt aus dem Büro an diesem Dienstag noch Zeit, um da einen Anruf entgegenzunehmen. Und hier werden jetzt sozusagen Optionen präsentiert. Ja, also ich kann hier zum Beispiel um 10 Uhr, ja, man kennt das auch irgendwie vom Bürgeramt oder so, ne, wo man sich einen Termin bucht oder so, 10.30 Uhr. Und genau sowas kannst du auch mit ganz, ganz wenig Aufwand für deinen Handwerksbetrieb eben hinbekommen. Und dann kann sich die Person hier einfach auswählen, die kann bei sich selber in den Kalender reingucken, entweder digital oder am Handy oder wo auch immer, und sagen, ja, hier, Dienstag 12 Uhr, 10.30 Uhr, den hätte ich ganz gerne, ja, dann geht das hier weiter und geht hier runter und dann kann sie hier noch den Namen, die E-Mail, die Telefonnummer und so weiter, Name, Mail, Telefon, kann sie hier eingeben und dann hier so einen großen OK-Button drücken. Und wenn dieser OK-Button hier reinkommt, dann kommen alle diese Daten hier zusammen mit dem
Termin und mit dem Terminkalendereintrag zu dir in den Kalender, ja, bei der Frau Schmidt zum Beispiel oder bei einer Bürokraft, die gerade frei ist oder vielleicht sogar schon bei einem Berater oder bei dir persönlich auch, komm dann rein und du oder im Idealfall sogar schon in dein CRM-System. Ja, in einem der vorherigen Videos habe ich auch erklärt, wie ein CRM-System zum Beispiel funktioniert. Und da kannst du zum Beispiel diese Informationen hier direkt in dein CRM-System übertragen lassen, sodass diese Informationen auch nicht verloren gehen. Oder du kannst dich auch per E-Mail daran erinnern lassen und benachrichtigen lassen, dass hier eine neue Anfrage da ist. Und dieser Prozess hier, den kannst du, also jemand, der sich damit auskennt, der kann das innerhalb von 10 Minuten bei dir einrichten. Was du dafür zum Beispiel nutzen kannst, ist Calendly, ist ein ganz interessantes System, das verlinken wir dir hier auch unter dem Video. Also calendly.com kannst du dann nutzen oder auch mittlerweile mit vielen verschiedenen Computerprogrammen kann man das eben hinbekommen. Und das hilft dir einfach dabei, noch ein Stück weit mehr Zeit zu bekommen, Zeit einzusparen. Und in der Außenwahrnehmung ist das halt sehr, sehr cool. Ja, weil welcher Handwerksbetrieb macht das möglich? Meistens nur die ganz Großen oder die ganz Fortgeschrittenen und so weiter. Aber wenn du das auch hinbekommst für deinen Betrieb, dann wirkst du direkt viel, viel attraktiver, viel moderner. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Nach außen hin wollen wir ja digital aufgestellt sein. Und auch nach innen soll das Ganze eben Vorteile haben. Und ja, so ist das, wie du das Ganze umsetzt. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, das zu machen. Ja, wenn du da Fragen dazu hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Da kann ich auch auf Fragen eingehen, wie man das genau macht. Wenn du da Interesse hast, können wir dich dabei auch unterstützen. Kannst du dich auch auf unserer Webseite mal informieren. Ich hoffe, du hast da ein paar Impulse mitgenommen und das ist interessant für dich. Ja, oder es hat dir so ein bisschen Inspiration gegeben und sagst, Mensch, das müsste ich eigentlich auch noch bei mir machen. Wenn dir das gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen hoch. Ansonsten freue ich mich auch auf deine Kommentare oder auf deine Rückfragen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen geilen Tag, je nachdem, wann du das Ganze siehst. Und freue mich dann aufs nächste Video. Bis dann, ciao.